Zweite Welle. Immer am Ball. Dann begrüße ich euch heute hier aus dem GOP Varieté in Hannover zur Spieltagspressekonferenz. Und zwar für den 25. Spieltag, der da stattfindet am 8. März, am Sonnabend um 19 Uhr. Und die Recken spielen gegen TuS Mittelstädt-Lübbecke. Das Hinspiel gegen Lübbecke endete 28-28 unentschieden. Ja, es ist eigentlich ein Mittelfeldduell. Achter gegen 10. Platz. Und Nettelstedt hat mittlerweile 23-25 Punkte. Also liegt ein Punkt hinter den Recken. Und zuletzt haben sie mit 24-21 gegen Eisenach gewonnen. Ja, Christopher, grüße dich natürlich wie immer auf meiner rechten Seite. Heute zum ersten Mal, so wie ich das gehört habe, Torge Johansen, unseren Rechtsaußen auf meiner linken Seite. Ja, die wohl wichtigste Frage für uns ist, wie ist die körperliche Verfassung deiner Spieler? Ja, da kann ich sagen, die ändert sich ständig. Ich hoffe, sie wird besser. Also ich denke auch, sie wird besser. Wir haben, nachdem wir ja erhebliche Krankheitsprobleme hatten in der letzten Woche, jetzt fast alle Spieler wieder im Trainingsbetrieb und konnten die Woche über jetzt mehr oder weniger vernünftig trainieren. Trotzdem wird es so sein, dass wir wahrscheinlich zum Sonnabend noch nicht alle im Vollbesitz der körperlichen Kräfte haben werden, weil natürlich so eine Krankheit auch nicht nur bedeutet, dass man für einen Moment ausfällt, sondern auch, dass man natürlich nicht so gut trainieren kann und nicht so gut trainiert ist. Aber das soll keine Ausrede sein. Wir werden trotzdem versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Ja, ich habe es schon gesagt, im Hinspiel gab es einen sehr ausgeglichenen Spielablauf, letztlich dann auch das Unentschieden. Erwartest du wieder ein spannendes Spiel? Ja, das kann man ja schwer voraussagen. Die Mittelstädter-Mannschaft ist natürlich sehr ausgeglichen besetzt und hat jetzt auch gezeigt, dass sie zu großen Leistungen in der Lage sind. Wir müssen versuchen, unsererseits einfach ein gutes Spiel zu machen. Wenn wir mehr Abwehrqualität haben als im Hinspiel und alle fit motiviert ins Spiel gehen, dann glaube ich, können wir zu Hause das Spiel gewinnen. Du kennst die Lübecker sicherlich aus dem Videostudium besser als wir alle anderen. Wen würdest du hervorheben? Worauf muss ich unsere Deckung einstellen? Ja, das ist bei den TuS-Spielern so, dass die sehr stark abhängen von Drago Vukovic in der Mitte, der zusammen mit Frank Löke am Kreis natürlich sehr gut zusammenspielt und von da aus auch das Spiel aufzieht. Und trotzdem sind natürlich auch alles Pajovic und in letzter Zeit Gabor Langhans sehr stark auf den Halbpositionen. Da muss man schauen, dass man eben diese Spieler komplex verteidigt, und starke Außen haben sie auch mit Tim Rehmer auf Linksaußen und dem Ramon Taubo auf Rechtsaußen. Ich denke, das ist eine gute Mannschaft. Wir werden versuchen, sie sehr konsequent und aggressiv zu verteidigen. Das ist im Hinspiel nicht gelungen und das könnte auch der Schlüssel zum Sieg sein. Ja, diese Grippewelle und damit die Schwächung der einzelnen Spieler war vielleicht ein schwieriger Zeitpunkt jetzt, zumal auf uns ja ein Mammutprogramm wartet mit 7 Spielen in 22 Tagen. Wie schätzt du die Mannschaft, das Team ein? Können wir einen Erfolg erzielen am Sonnabend? Ich habe ja die Parameter schon genannt, von denen das abhängt. Ich glaube, es gibt nie einen glücklichen Zeitpunkt für eine Krankheitswelle. Aber schlimmer wäre es gewesen, wenn sie in diesen 22 Tagen gewesen wäre als jetzt davor. Insofern denke ich, werden wir die Zeit von Spiel zu Spiel nutzen, um uns wieder auf den Stand zu bringen, der uns in die Lage versetzt, möglichst viele dieser Spiele zu gewinnen. Und für Sonnabend ist es das erste Spiel. Und da gehe ich davon aus, dass alle, die fit sind und die jetzt über die Woche wieder fit geworden sind, alle Kraft haben, um dieses Spiel auch erfolgreich zu gestalten. Ja, Torge, dich hat es auch erwischt gehabt. Bist du jetzt schon wieder im Vollbesitz deiner Kräfte? Ja, das
freue ich mich eigentlich sagen zu können, dass ich mich wirklich fit fühle. Wir haben jetzt auch schon zwei Krafttrainingseinheiten hinter uns, wo ich gemerkt habe, dass ich kräftemäßig auch wieder soweit wiederhergestellt bin. Und bin auf jeden Fall bereit für Samstag. Wie stark schätzt du die Lübecker ein? Ja, also im Hinspiel konnte ich ja leider nicht mitspielen. Man sieht das ja auch anhand der Tabellensituation. Nellstedt ist immer eine Mannschaft gewesen, die da kann vieles passieren. Die sind zu sehr, sehr guten Leistungen imstande. Aber ich denke, wir konzentrieren uns auf uns selber. Wir haben ein Heimspiel und wir haben gegen Flensburg gezeigt, was in der Swiss Life Hall möglich ist. Sicherlich bleibt abzuwarten, wie kräftemäßig wir wirklich drauf sind. Das ist jetzt schwer zu beurteilen, denke ich. Aber ausgehend davon, dass wir eine Top-Leistung abrufen, denke ich, können wir gegen Nettelstedt gewinnen. Du bzw. auch die anderen Spieler der TSV spielen natürlich gegen Alten. Also gegen einen Ex-TSVer, nämlich Malte Semisch im Tor. Wie ist es da? Weiß man, wie der Torwart reagiert? Wer ist im Vorteil? Feldspieler oder Torwart? Weil Malte weiß natürlich auch, wie du wirfst. Ja, ganz genau. Also das Spiel ist ja grundsätzlich erstmal ausgeglichen, genauso wie ich Malte einschätze, so wie ich ihn kenne und kennengelernt habe. Kennt er mich natürlich auch oder uns. Spieler. Ich denke mal, grundsätzlich ist ein Vorteil immer beim Torhüter, denn man geht erstmal davon aus, dass der Schütze trifft und nicht, dass unbedingt der Torwart hält, gerade bei freien Situationen. Von daher, wenn man das so analysieren möchte, glaube ich, ist der Vorteil eher beim Torhüter. Okay, mal abgehen vom Torhüter. Wie bereitest du dich so auf deine Gegenspieler vor? In dem Falle wird das ja entweder Tim Rehmer oder Maximilian Schubert sein, denke ich mal. Ja, Videostudium mehrfach anschauen, wie er reagiert. Was machst du da? Also erstmal haben wir ja den heutigen Tag und morgen, wo Christopher uns einstellt. Und da sind dann zum Teil auch Szenen bei, die wir besonders analysieren, wenn sie signifikant sind für einzelne Positionen jetzt oder auch für mich, jetzt mit Tim Rehmer zum Beispiel, dann sprechen wir uns da ab oder werde ich instruiert von Christopher. Ansonsten übers Videostudium persönlich gucke ich mir nicht direkt die einzelnen Spieler an, sondern das ist dann eben, sind es dann eben die Torhüter von Nettelstedt, wo Alexander uns Szenen zusammenschneidet, Wurfszenen, wo man ein bisschen entnehmen kann, wie verhält sich ein Torhüter vielleicht im Durchschnitt, was man sich so rausziehen kann. Das ist so die Vorbereitung. Ja, vielen Dank an euch beiden zunächst. Jetzt bitte ich die Presse, doch Fragen zu stellen. Ich habe die erste Frage, bitte. Offenbar gab es ein Missverständnis oder eine schlechte Kommunikation. Du hast es vorhin erwähnt. Was war das jetzt für eine Krankheit, die ihr in der letzten Woche hattet? Eine normale Grippe oder eine Magen-Darm-Geschichte? Achso, da muss ich sagen, weiß ich gar nicht, welches Missverständnis es da gegeben hat. Weil du sagtest, dass es eine normale Grippe gewesen sei mit Fieber und wir aber davon ausgegangen sind, dass es eine Magen-Darm-Geschichte war. Ja, das ist rückblickend schwierig zu analysieren. Es hat einfach unterschiedliche Auswirkungen gegeben, ob das nur eine Grippe oder Magen-Darm-Infekt war. Einige Spieler hatten Probleme mit Fieber, mit grippalen Anzeichen. Andere haben Durchfallprobleme. Möglicherweise sind da mehrere Dinge zusammengekommen. Also wir hatten auf jeden Fall nicht unbedingt alle das Gleiche. Wie viele Spieler sind denn jetzt noch? Wie viele Spieler fallen jetzt noch aus wegen diverser Kunden? Ja, also man kann sagen, wenn jetzt heute Trebasic seinen Trainingsversuch erfolgreich abschließt, das weiß man aber noch nicht, weil das
Kann auch sein, dass es eben noch zu früh ist, da müssen wir gucken, er hat gestern Abend das Antibiotika angesetzt, dann sollten alle Spieler wieder dabei sein. Ja, über den Fitnesszustand, da muss man eben schauen, da kann man nicht genau sagen, ob alle total fit sind, weil natürlich die Krankheit auch Nachwirkungen hat. Aber ich denke, dass Trevor, der es den am schlimmsten erwischt hatte, und wenn der jetzt wieder dabei ist, dann sind wir soweit komplett. Dazu kommt noch was für Sivajevic mit seiner Beckenverletzung, der heute auch wieder einen Trainingsversuch macht. Die beiden aber hoffentlich über heute und morgen fit werden, dann denke ich, werden die im Sommer spielen. Ja, noch weitere Fragen. Torge, vielleicht eine Frage an dich. Die letzten 4 Wochen waren ja recht intensiv. Wie würdest du die Erfahrung der Mischung Liga und Europa resümieren, zusammenfassen oder beschreiben? Was hast du aus diesen 4 Wochen mitgenommen? Ja, was habe ich mitgenommen? Also ich muss natürlich auch sagen, also auf der einen Seite kenne ich diese Belastung aus der Zeit in Flensburg, wo wir auch international Champions League gespielt haben. Sicherlich ist das auch für uns natürlich neu gewesen, auch insgesamt in der Mannschaft. Die Belastung war hoch. Natürlich sind auch die Ergebnisse anfänglich nicht so ausgefallen, wie wir uns das vorgestellt haben. Dann hatten wir das Spiel gegen Flensburg, was natürlich überragend war. Aber tja, ich würde mal sagen, also grundsätzlich von der Trainingssteuerung und von der Belastung, denke ich, haben wir das gut gelöst. Dass natürlich jetzt so ein Infekt oder so die Krankheit sich bei uns in der Mannschaft eingeschlichen hat, ist natürlich sehr schlecht in so einer Phase. Aber ja, nun haben wir wieder eine Zeit vor uns, wo die Belastung hoch sein wird. Und wie Christopher schon gesagt hat, dann ist vielleicht doch nicht der schlechteste Zeitpunkt gewesen, dass es jetzt passiert ist. So können wir hoffentlich die nächsten 22, 21 Tage überstehen. Vielleicht die Frage gleich weiter an Chris. Was nehmt ihr mit aus den letzten Wochen, aus den letzten 4 Wochen für die nächsten Aufgaben, die jetzt im März anstehen? Ich glaube, ganz wichtig ist, dass wir gemerkt haben, was nicht funktioniert und auch was funktioniert. Also wir haben halt gesehen, dass wir eine absolute Konzentration brauchen auf jedes Spiel und dass wir eben auch europäisch, wo wir als erstes Favorit gehandelt werden, nur eine Chance haben, Spiele zu gewinnen, wenn wir eine Top-Leistung bringen. Und dass es andere Mannschaften gibt, wie Louis Lund, wie Choro, wie Adama Leon, die richtig guten Handball spielen, die wir nur unter Aufbietung aller Kräfte und allen Einsatzes schlagen können. Das hat einen Prozess gebraucht, aber der Prozess hat uns insofern nach vorne gebracht, dass wir aus dieser Erfahrung heraus auch das Spiel gegen Flensburg gewinnen konnten, weil wir irgendwie gesehen haben, dass wir auch Fähigkeiten haben nach dem Spiel in Leon, die uns in die Lage versetzen, auch solche Spiele zu gewinnen. Und jetzt geht es einfach darum, jedes Spiel für sich zu nehmen und bei jedem Spiel aber zu wissen, dass wir es gewinnen können, aber auch nur, wenn wir uns wirklich sehr, sehr gut konzentrieren und keinen Gedanken daran verschwenden, was nach diesem Spiel kommt, sondern nur dieses einzelne Spiel versuchen zu gewinnen und dann das nächste Spiel zu gewinnen. Hat die Anfälligkeit der letzten Woche auf Krankheiten möglicherweise was zu tun mit der hohen Intensität der letzten Wochen, also der Belastung der Mannschaft? Das glaube ich nicht. Ich glaube, wir haben ja versucht herauszuarbeiten, wie sich die Spieler fühlen, wie die Pulsfrequenzen sind, wie die Fitness ist, und das war halt nicht abzusehen, dass es so eine Krankheitswelle gibt. Ich glaube einfach, wenn man das so sagen will, hat das natürlich schon was damit zu tun, dass die Mannschaft sehr intensiv zusammen ist und praktisch Infekte sich natürlich gerade dann übertragen, wenn man viel miteinander zu tun hat. Und das ist dann vielleicht schon eine Ursache gewesen. Das hätte man sicherlich, wenn man einmal die Woche ein Spiel hat, nicht so gehabt. Aber das, ansonsten glaube ich, wirft uns das vielleicht jetzt irgendwann nochmal zurück, weil wir nicht die Power haben für die ganzen Spiele. Aber deshalb müssen wir eben, wie wir das schon angefangen haben, eben mit dem ganzen Kader spielen, um die Belastung so zu verteilen, dass jeder auch Zeiten hat, sich zu erholen.
Ah, noch weitere Fragen. Du hast gesagt, dass die Abwehr möglicherweise der Schlüssel ist, um das Spiel zu gewinnen. Wird denn Gustav Rüdegaard diese Woche wieder Abwehr spielen? Also, ihr seid ja offensichtlich nicht so mit ihm zufrieden in letzter Zeit. Habt dann auch offenbar die Option gezogen, den Vertrag nicht bis zum Ende auslaufen zu lassen. Und so wie ich gehört habe, hat er in Leon wohl auch nicht gespielt. Habt ihr da irgendwie mit ihm nochmal Gespräche geführt? Wird er spielen? Oder? Also, es stimmt auf jeden Fall nicht, dass ich nicht zufrieden bin mit Gustav Rüdegaard. Er trainiert gut und der hat auf jeden Fall Einsatzchancen, aber die Einsätze werden ja nicht in Pressekonferenzen vergeben, sondern in Trainingseinheiten. Deshalb kann ich auch keine Aussage darüber treffen, dass er, ob er am Sonntag, wie viel er spielt. Aber auf jeden Fall sind wir nicht unzufrieden. Wir haben einen Kader von 14 Spielern, man könnte bei vielen Spielern fragen, ob sie viel oder wenig spielen. Und natürlich ist es immer so ein Abwehrspezialist, da fällt das auf, wenn er nicht spielt, weil er dann eben auch im Angriff nicht zum Einsatz kommt. Aber es hängt immer von Trainingsleistung ab. Und gerade das haben wir jetzt in den letzten Tagen nochmal thematisiert, dass es einfach darum geht, wer im Training gute Leistungen bringt und überzeugt im Spiel. Das gilt für Gustav und für alle anderen Spieler. Ja, gibt es sonst noch weitere Fragen? Wie hat sich Alvaro Ferrer eingefügt? Ja, Alvaro ist jetzt erst, man vergisst das ja, der ist erst ein Monat bei uns und er macht das sehr gut. Er hat sehr große spielerische Fähigkeiten, die wir sehr gut nutzen können. Es verändert unser Spiel auch in einer positiven Weise. Alvaro bringt auf jeden Fall was bei uns mit ins Spiel, was wir vorher nicht drin hatten und das ist für uns sehr wichtig. Und was, glaube ich, noch ein wichtiger Faktor sein könnte, er ist auch ein sehr guter Abwehrspieler, sodass wir glaube ich, mit ihm einen guten Fang gemacht haben. Es ist natürlich schwierig, einen Spieler dazu zu bekommen in einer Phase, wo man dann 6 Spiele in 19 Tagen hat, weil man muss ja zeitgleich einspielen und auch Spiele gewinnen. Es ist oft schwer zu kombinieren, aber jetzt über die Trainingseinheiten, die wir hatten und über die Spiele, die dann gekommen sind, haben wir schon gesehen, dass Alvaro schnell, sehr schnell lernt, wie wir in unserem System agieren und ist ja auch als Persönlichkeit sehr positiv für die Mannschaft. Insofern freue ich mich und freuen wir uns, dass wir ihn machen. Vielleicht kannst du da nochmal was zu sagen, aus Mannschaftskamerad-Sicht, wie hat er sich eingefügt? Wie kommen wir miteinander zurecht? Ja, ich würde sagen, er hat sich sehr gut eingefügt. Gerade wie Christopher schon gesagt hat, ist natürlich nicht einfach, einfach so in so eine Truppe reingeschmissen zu werden. Dann hat er natürlich auch ein persönliches Anspruchsdenken, sich selbst gegenüber für seine Leistung, das so zu kombinieren in der Phase, wo man so viele Spiele hat. Und ich denke, das zeigt ja auch, dass er, oder es zeigt auf jeden Fall, dass er von Anfang an ja schon relativ oder verhältnismäßig viele Spielanteile hatte. Ich denke, das ist Aussage genug über seine Integration und über seine Leistungsfähigkeit. Sonst keine Fragen mehr geben. Dann möchte ich sagen, dass bisher 2700 Tickets verkauft sind und dass wir natürlich davon ausgehen, dass über 3000 unsere Mannschaft wieder gegen Lübeck am Sonnabend unterstützen werden. Die Sparkassen-Autogrammstunde wird mit Martin Ziemer und Henrik Pollix sein am Sonnabend. Und es gibt auch wieder das 96 Kombi-Ticket. 96 spielt ja vor unserem Spiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen. Und die Fußballanhänger, die hinterher zu uns kommen möchten, die können für einen vergünstigten Betrag zu uns kommen und unsere Mannschaft auch unterstützen. Wie hoch ist der denn? 9,60 Euro.
Wie immer. Sven? Richtig, ne? Das ist korrekt. Genau. Für die Kategorie 3,960. Ja. Ja, und dann möchten wir nochmal sagen, dass aufgrund des 96-Spiels wir natürlich empfehlen, die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln beziehungsweise die Benutzung des GVH-Kombi-Tickets, denn unsere Eintrittskarten sind ja auch für den öffentlichen Nahverkehr anwendbar. Ja, wenn sonst keine weiteren Fragen dazu mehr sind, dann bekommt Leineherz heute ein Interview mit Torge. Ist okay? Ja, ist vollkommen okay. Prima. Und dann bedanke ich mich bei euch und wünsche einen guten Weg in die Redaktion. Danke.